Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Sie wissen, wir sind wieder da. Univut Freies Fernsehen mit neuen Sendungen, neuen Themen und Gästen, die wir aber schon eine Weile kennen und mit denen wir sehr gut schon zusammengearbeitet haben. Ich begrüße für die heutige Sendung hier bei mir den Rainer Hammerschmidt und die Tilly aus dem Verein Aktion Freiheit statt Angst hier in Berlin. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Hallo. Ich freue mich, sehr schön. Wir haben ja heute Themen für Sie rausgesucht. Wir haben ja eine Weile keine Sendung gemacht und ich möchte es ein bisschen erklären. Wir hatten alle viel zu tun, aber in der Zwischenzeit ist ja viel passiert. Und wir haben beobachtet, was passiert denn da draußen in puncto Datenschutz, in puncto Flüchtlingsbewegung. Was passiert da draußen und wie entwickelt sich das Ganze und wie wird uns das rübergetragen? Welche Informationen bekommen wir? Welche Informationen fehlen uns denn? Und weil wir ja andere Quellen haben durch den Verein, aber auch durch andere Quellen, erfahren wir ja mehr. Und wir wollen Sie heute ein bisschen dran teilhaben an den Neuigkeiten. Ja? Wir haben heute also ein paar Neuigkeiten für Sie. Und Sie können sich zurücklehnen, ein bisschen entspannen und zuhören. Und ab und zu vielleicht einen Fachbegriff aufschreiben, den Sie dann vielleicht googeln könnten oder auch woanders suchen. Woanders suchen. Ne? Zum Beispiel bei Dago, wie hieß das? Duck-Duck-Go. Sie können ihn Duck-Duck-Go nennen. Ja? Startpage. Ja, genau. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Sie müssen nicht immer nur Google benutzen. Dann finden Sie auch andere Sachen. Und es ist so, unser erstes Thema oder unser erster Thema im Blog wird sein, die die Umsetzung, ich versuche das nochmal ganz vereinfacht zu formulieren, das ist nicht so einfach, die Umsetzung der letzten Ergebnisse der Forschungsprojekte der EU in Bezug auf Sicherheitsforschung. Und es gibt, es gab ja, wir haben ja Sendungen gemacht, ihr erinnert euch vielleicht zum Thema Forschungsprojekte INDEC, genau, Forschungsprojekt 7. War das letzte, die letzte große Reihe der Forschung in der EU. Die gehen ja jedes Mal 6 Jahre, diese Forschungsprojekte. Forschungsprojekt 7 ging jetzt bis 2013 und dann startete die Forschungsprojektreihe 8, jetzt 2014 ungefähr. Die Ergebnisse aus den Forschungsprojekten in Reihe 7 sollen ja umgesetzt werden. Und diese Ergebnisse, wir haben da einige Ergebnisse, jetzt gerade aktuell eben zum Thema Flüchtlinge, interessanterweise zum Thema Flüchtlinge aktuell. Das Ganze soll umgesetzt werden in puncto Verbesserung der Grenzsicherung. Und zwar auf mehreren Ebenen. Und eine Ebene, Rainer, war ja das Smart Border genannte Konzept, was jetzt, das wurde entwickelt. Und das ist jetzt in der Endphase gewesen, in der Endüberprüfungsphase letztes Jahr 2015. Und Smart Border wird jetzt 2016 mit der Umsetzung anfangen. Und 2020, wenn ich mich richtig erinnere, soll das dann komplett eingeführt werden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Gut, Smart Border ist ein Projekt von der EU, was versucht, diese Außengrenzen für Geschäftsreisende durchlässiger zu machen, die dann also mit irgendeiner Chipkarte ganz schnell durchkommen und für alle anderen eben wesentlich schwieriger. Das heißt, es wird für alle Nicht-EU-Bürger eben Pflicht, mit 10 Fingerabdrücken eben bei der Einreise aufzuwarten. Und gut, das dauert schon allein. Und Visum braucht man natürlich auch. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt einen sehr schönen Bericht von Statewatch, den kann ich empfehlen, von Statewatch, aber auch die Sachen, die wir gemacht haben oder die ich mitbeobachtet hatte, auch bei Ihnen auf der Webseite, bei dir, Rainer, auf der Webseite Aktion Freiheit statt Angst, das blenden wir dann ein. Da gibt es einiges darüber zu lesen. Man kann sich das so vorstellen, also Nicht-EU-Bürger und Bürger, die nicht aus dem Schengen-Raum kommen, sollen sich in ihrem Heimatland registrieren können. Und zwar mit 10 Fingerabdrücke, Gesichtsabmessung und Grunddaten, ja, personenbezogene Daten. Da wissen wir, glaube ich, gar nicht so genau, welche Daten das sein sollen. Aber eben Wohnort, Grund für die Reisen und so weiter. Diese Daten werden dann gespeichert zentral. Durch diese Registrierung, die soll auch Geld kosten, weil das ist eine freiwillige Sache, noch ist es eine freiwillige Sache oder so ist es angedacht zunächst, soll eben die Geschwindigkeit des Passierens von den Passcheck, oder wie heißt es fachlich korrekt?
Naja gut, diese Smart Borders, man hat auf dem Frankfurter Flughafen schon so ein paar Prototypen aufgestellt und da kann man eben dann schon sich selbst abfertigen. Das heißt, sich selbst abfertigen, aber es geht um die Ausweisabfertigung, richtig? Man muss natürlich einen maschinenlesbaren Pass haben. Und für einen Nicht-EU-Bürger heißt es, dass man eben dann auch ein Visum braucht für die EU, sonst kann man gleich wieder gehen. Also sagen wir einfach, der Mensch kommt aus Afrika, aus Südafrika zum Beispiel und hat ein Visum, ist ein Geschäftsreisender, reist öfters hin und her, er meldet sich in Südafrika an, er gibt dort seine Daten, seine Fingerabdrücke und so weiter. Und er kann dann sich selbst abfertigen, wie der Rainer so schön sagt. Er geht dann an einem Schalter, das ist so ein kleines Häuschen. Dort werden seine Fingerabdrücke überprüft, sein Gesicht überprüft und seine Daten auf dem Ausweis. Und macht die kein müssen Mensch übereinstimmen, mehr. Genau, das macht kein Mensch mehr. Das macht nur noch eine Maschine. Also eine Maschine überprüft dann die komplette Verifizierung der Person und die kompletten Datenüberprüfung wird automatisch stattfinden. Das ist das Neue. Und dann geht das Türchen auf und der Mensch kann durch und er muss nicht mehr warten mit den anderen. Ne? Gut, und was wir befürchten, ist eben, dass das Türchen nicht aufgeht, sondern dass irgendwas nicht funktioniert. Und damit die Abfertigung auch für diesen gewollten Reisenden ja auch nicht einfacher wird. Aber was ja viel schlimmer ist, ist ja, dass eben die ganzen Menschen, die eben kein Visum haben und nach Europa wollen, eben an der Außengrenze immer mehr verstärkt abgehalten werden. Ja, richtig, Rainer. Das Ziel dieser Smart Border wird ja angegeben als Vereinfachung für diese Vielreisenden. Ne? Und wir haben natürlich überlegt, ihr habt euch im Verein explizit darüber Gedanken gemacht und wurdet auch gebeten um eine Einschätzung, nämlich inwieweit können denn diese Ziele überhaupt erreicht werden, die Smart Border da als Utopia sich da quasi vorstellt oder vorgibt. Ja? Bei den Fragen, wenn du dich erinnerst, fand ich ja auch interessant, ich habe den Blog ja gelesen, fand ich ja auch interessant, dass da im Raum steht, dass eben nur alles schneller werden soll, die Leute einfach nicht mehr so lange warten sollen. Aber ob eine Sicherheit erhöht wird dadurch, war gar nicht so zentral. Ja? Das schwebte gar nicht im Raum. Ja, vielleicht kann man noch mal kurz ausholen. Wir sind ja als Verein Mitglied in der FRA, der Fundamental Rights Agency von der EU. Und die sind natürlich daran interessiert zu wissen, was halten denn die Menschen und auch die Organisationen in Europa eben von diesen Plänen. Und da war eben ein Fragebogen, der relativ lang war, mit detaillierten Fragen. Im Augenblick noch nach der eigenen Vorstellung, weil wir das System ja noch nicht selber ausprobiert haben. Aber selbst da kamen uns schon genug Gedanken, Zweifel, was es überhaupt dann bringen soll. Also ja, der smarte Geschäftsmann mit seinem kleinen Köfferchen ohne großes Gepäck, der kommt wahrscheinlich schnell durch, aber eben jeder Reisende, der eben hier in EU einreist und nicht EU-Bürger ist, wird damit sicher nicht schneller einreisen können. Also allein wenn wir uns die technischen Schwierigkeiten vorstellen, die auftreten können und die eigentlich oft auftreten. Also nur mal als Beispiel über technische Schwierigkeiten. Ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen im Fernsehen über die technischen Schwierigkeiten in Griechenland, die Flüchtlinge zu registrieren, wo Computer hingestellt werden, 6, 7, 8 neue Computersysteme zur Erfassung von Fingerabdrücken, zur Registrierung. Und die kann keiner bedienen, die beherrscht niemand und die stehen da einfach nur rum. Die Flüchtlinge warten. Ja, und das Ganze verzögert sich. Und wir sehen es ähnlich, oder ihr habt das ja auch in den Fragebogen ja genauso zusammengefasst, dass es eben fragwürdig ist, dass diese Ziele, die Smart Border sich da vorgenommen hat, überhaupt erfüllt werden. Ne? Ja gut, der Hintergedanke ist ja eigentlich eben, dass es alles Industrieforschung ist und Industrieförderung, dieses ganze Forschungsprogramm, also auch bei INECT oder den Sachen, die wir vor 2 Jahren untersucht haben, eben jetzt auch wieder, da werden eben überall an den Grenzübergängen eben solche tollen Geräte aufgestellt. Was davon funktioniert oder wie es benutzt wird, wird hinterher keiner prüfen. Ja, ich kann vielleicht ein paar Dinge dazu noch kurz erläutern. Es geht um dieses Entry-Exit-System, um die Veränderungen der zurzeit vorherrschenden Systeme. Und da geht es auch darum, die Datenspeicherung für diese Daten. Wo werden sie gespeichert? Wie lange werden sie gespeichert?
Wer hat Eingriff darauf? Hat denn der Mensch, der einreist, überhaupt eine Möglichkeit, die Daten einzusehen, die über ihn gespeichert werden? Ja? Das war auch eine interessante Frage. Wo kann er denn das abrufen? Ja? Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt, ist ja im PNR auch so, dieses PNR-Upload. Bei den Flugdaten, genau. Da kann ich ja auch nicht einfach in irgendein Geschäft gehen und fragen, welche Flugdaten haben Sie denn von mir gespeichert? Das kann ich ja auch nicht einfach so. Und so ähnlich ist es hier auch, dass bestimmte Fragen. Das Problem ist, dass diese Daten dann eben irgendwo im System liegen. Während man früher eben seinen Pass hatte, da konnte man gucken, ist man das auf dem Bild und stimmen die Daten, die da draufstehen, und konnte das eben dann bemängeln und korrigieren lassen. Während jetzt im System irgendwelche Daten über einen rumschwirren und gegen einen benutzt werden können, über die man überhaupt keinen Einfluss hat. Also das heißt, ich, wenn ich jetzt dieser Südafrikaner wäre, kann nicht wirklich wissen oder das war ja eben die Frage in dieser Studie, da wurden ja die Leute befragt, wie sie das haben wollen, ob sie denn wollen, dass sie jetzt, ich zum Beispiel als eingereiste Südafrikaner, die Zugriff auf diese Daten haben soll und ob ich das Recht haben soll, sie auch zu verändern, ja? Oder eben auch das Ganze zu löschen. Und ich fand es interessant, dass das überhaupt gefragt wurde, aber das Ding ist, wenn ich dafür Geld bezahle, wenn das eine Art Dienstleistung gekoppelt ist an Privatunternehmen, und nicht verpflichtend für alle ist, dann wäre natürlich schon die Frage, warum soll ich es nicht können? Ja? Warum soll ich es nicht können? Das ist ja dann die Gegenfrage. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist grundsätzlich eine Frage natürlich der Grundrechte. Also Datenschutz ist ein Grundrecht und jeder hat das Recht eben zu wissen, welche Daten über einen gespeichert werden. Und es dürfen nur die Daten gespeichert werden, über die eben überhaupt eine Zweckbestimmung vorliegt. Ja. Die hier auch sehr, sehr vage ist. Man will einreisen und irgendwann wieder ausreisen. Und das war es eigentlich. Das heißt, sie könnten danach wieder gelöscht werden, wovon auch noch nicht die Rede war, aber wäre natürlich dann auch sinnvoll. Diese Daten sollen ja gespeichert bleiben eine Weile. Maximale Aufbewahrungsfristen werden hier genannt, aber es wird nirgendwo genannt, also zum Beispiel 181 Tage oder vielleicht 91 Tage oder da gibt es so verschiedene Vorstellungen, aber es ist nicht die Rede davon, dass sie komplett gelöscht werden, sondern man möchte die eigentlich schon eine Weile behalten, diese Daten. Das Ganze ist ziemlich komplex. Und ich kann nur empfehlen, auf der Aktion Freistaat Angst Webseite zu gehen und da diese Studie, nicht Studie, sondern diese Befragung mal durchzulesen, weil dann wird auch vieles klar und dann wird einem auch deutlich, was kommt auf uns zu. Ja? Also wie gesagt, ist dieses Smart Border eins von vielen Ergebnissen aus der Sicherheitsforschung der EU und ein Konzept, welches eben von der EU gefördert wird. Und die Einführung soll ja jetzt beginnen, aber die wirkliche Einführung, also die Konstruktion dieser Geräte soll ja jetzt beginnen, aber die Einführung dann tatsächlich in den Flug geben, die zieht sich ja noch ein paar Jahre hin. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, was passiert denn, wenn wir in 4, 5 Jahren eine vollkommen andere technische Ausrüstung haben, wenn sich die Dinge noch so sehr wandeln und dieses ganze Geld für diese ganze Forschung, für dieses Projekt, ja, so lang angelegt, schon investiert ist und man feststellen muss, man muss das doch ganz anders machen. Ich meine, das ist auch etwas, was uns eigentlich auch beschäftigt, die Masse an Geld. Ja. Gut, der Vorteil der Umfrage war überhaupt, dass man uns gefragt hat und nicht nur uns, sondern eben auch andere Organisationen in Europa. Aber dass jetzt aus dieser Befragung irgendwas Positives oder ein Nachdenken erwächst, das haben wir bisher noch nicht beobachtet. Ja. Also wenn wir an das Forschungsprojekt 7 zurückdenken, da gab es ja eine ganze Reihe von Projekten, die sich um Grenzsicherung beschäftigt hatten, die dann eben nicht an den hübschen Grenzübergängen stehen, sondern eben an den langen Grenzen, wo dann eben kleine Roboterfahrzeuge eben gucken mit Nachtsichtgeräten, ob da gerade jemand über den Zaun klettert oder eben Frontex im Mittelmeer. Und da Drohnen ist ein Stichpunkt. Ja. Drohnen haben wir als Problem auch. Es gibt ja Aktionen, Anti-Drohnen-Aktionen. Da geht es nicht nur um diese bewaffneten Drohnen, die wirklich auch schon für uns äußerst problematisch erscheinen, sondern es gibt ja auch diese Überwachungsdrohnen, die dann halt diese Boote im Ozean registrieren. Dann stellt sich natürlich die Frage, soll das der Rettung dienen oder das ist ein sehr zwiespaltiges Thema.
ist ein sehr schwieriges Thema, Frontex. Und da wäre ich offen, dass wir das in einer Extrasendung ausarbeiten. Kurz ein paar Zahlen. Die in dem Forschungsprojekt 7 wurden für die Sicherheitsforschung ungefähr 1.400 Milliarden ausgegeben. Nein, warte mal. 1.400 Millionen Euro ausgegeben. Ja. So macht es Sinn, genau. 1.400 Millionen. Und es ist in ganz verschiedenen Bereichen eingeflossen, auch in der Drohnenforschung und auch in der Forschung der RFID-Chips und der Erforschung dieser ganzen Sicherheitskonzepte, diese neuen Ideen. Wir überwachen das Ganze und schauen uns das immer wieder an und haben auch einen guten Zugang durch die Aktion Freistaat Angst. Nun ist das so, was mich sehr irritiert hat, Rainer, ist, warum jetzt plötzlich, oder ist es besser gesagt, ich sag mal anders, es ist kaum jemandem aufgefallen, dass diese ganze Registrierungswahn, nenne ich das jetzt mal, für die neu angekommenen Flüchtlinge, dieser Registrierungswahn sehr viele Möglichkeiten für die Sicherheitsforschung bringt, ihre neuen Konzepte und ihre neuen Ergebnisse auszuprobieren. Ja? Ja, du hattest ja schon gesagt, eben, dass in den Flüchtlingszentren da in Griechenland eben plötzlich ganz viele Apparate aufgebaut werden und die dann da ihre Fingerabdrucksysteme hinstellen und die eben dann von mehr oder weniger qualifizierten Leuten eben bedient werden. Genau. Um wirklich jeden Flüchtling eben seine 10 Fingerabdrücke abzunehmen. Ist das denn nicht ein bisschen schwierig, da auseinanderzuhalten, das Thema Datenschutz, ich meine, wo bleibt da der Datenschutz? Vorher hat sich kaum einer gerne mit 10 Finger registriert. Wir wissen, dass das sehr viele Abwehrreaktionen in der Bevölkerung bei uns in Deutschland tatsächlich mit sich bringt. Das möchte eigentlich kaum jemand, diese Registrierungen und diese biometrische Vermessung. Und jetzt plötzlich wird das einfach für alle eingeführt, so eine komplexe Vermessungsmechanismus. Mhm. Und niemand fällt es richtig auf. Geht das nicht schon in Richtung Missbrauch? Ja, wir hatten ja leider eben ein EuGH-Urteil, was eben den Fingerabdruck im Pass genehmigt hat. Das heißt also, die Klage dagegen überhaupt, dass zwangsweise ein Fingerabdruck im Pass aufgenommen wird, ist leider gescheitert. Und das heißt, es ist rechtens in Europa, einen Fingerabdruck im Pass zu verlangen. Ja, einen. Aber, genau. Einen. Das ist wir sind jetzt, ja erstmal bei einem. Genau, und plötzlich werden jetzt erstmal die Flüchtlinge eben einfach mit 10 Fingerabdrücke. Das hat mich sehr irritiert. Und auch in dem Smart Border Projekt redet man immer von 10 Fingerabdrücken, auch für die Geschäftsreisenden, genau. Also auch für uns Europäer. Genau. Es gibt ja jetzt schon die Vielfliegerpunkte, wo dieses Konzept mit den 10 Fingerabdrücken schon möglich sei. Also solche Karten für Vielflieger, wenn man sich registriert mit 10 Fingern, kann man schon mehr Vielfliegerpunkte bekommen. Das ist etwas, was mich sehr beängstigt, muss ich ehrlich sagen. Und da, wir werden auch nicht aufgeklärt darüber, über die Richtigkeit oder die sachgemäße Benutzung oder die Gesetze, die dahinter stehen. Ja. Es gibt eigentlich auch keinen Grund dafür. Also einen Fingerabdruck kann man ja notgedrungen durch das Urteil eben akzeptieren und sagen, okay, zur Identifikation ist es scheinbar sinnvoller als ein Foto. Wenn man diesen Fotos nicht glaubt oder weiß ich was, dann ist das so. Aber warum jetzt plötzlich 10 Fingerabdrücke? Ja, das frage ich mich allerdings weil, auch. Den kann man ja an dem einen Fingerabdruck auch identifizieren. Es geht ja um Missbrauch von eben Flüchtlingsmitteln in Europa oder Mehrfachregistrierung. Dafür reicht ein Fingerabdruck auch aus. Weil das andere, und da würde ja unterstellen, dass man eben wegen aus ermittlungstechnischen Gründen eben, weiß ich, den kleinen Finger braucht, weil irgendwo ein, weiß ich, Diebstahl oder sonst ein Vergehen stattgefunden hat. Und das wäre ja eine Unterstellung, die man ja nicht einfach den Flüchtlingen unterstellen kann. Ja, also, ja, aber man hat ja auch noch das Problem, und das schon seit ein paar Jahren, dass ja sich manche Flüchtlinge oder eben Einreisende die Fingerkuppen wegätzen, um nicht mehr wieder erkannt zu werden. Bei 10 Finger ist das schwieriger als bei einem Finger. Ich muss allerdings sagen, dass das die falsche Methode ist. Ja, eben, Leute dazu zu bringen, sich irgendwann die Arme abzuhacken, damit sie gar nicht mehr registriert werden. Also das ist nicht die richtige Methode. Nee, genau, das ist ja eben genau das Gegenteil. Das von ist dem, das Gegenteil. Und als ich diese Frage wurde ja in der FRA auch damals, 2013 gab es ja, nee, 2014 war das, gab es dieses Treffen bei der FRA,
Und da wurde ja diese Frage auch den Zuständigen für Frontex gestellt, wie das mit den Fingerabdrücken ist, und wenn die sich da eben diese Fingerkuppen wegätzen. Und da wurde eben schon darauf reagiert mit der Ansage, dass es ja auch andere Möglichkeiten der Registrierung gibt. Also da wurde eben nicht mit den 10 Finger argumentiert. Und ich denke, dass das jetzt so spontan und schnell mal einfach so über die Bühne gebracht wurde, diese ganze Vermessungstechnologie für die gesamte Flüchtlinge, das ist etwas, was mir sehr, sehr negativ in den Augen fällt und uns auch alle. Es ist auf jeden Fall sehr plötzlich gegangen, ganz schnell. Und niemand hat das richtig bemerkt. Ob es technisch funktioniert, ist noch mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall eine große Gefahr, dass es eben, das steht nun da und wird dann sicher auch weiter benutzt. Ja. Und wir haben ein paar andere Nachrichten auch zu diesen Themen, nämlich zum Datenschutz und Flüchtlinge, ein bisschen gesammelt. Kannst du uns da mal berichten, was war denn da, Rainer? Was hatten wir denn da für, ich schaue noch mal einen Moment hier. Zum Beispiel hatten wir diese Alternativen der Speicherung von Flüchtlingsdaten. Na, wir haben ja nicht nur die Aufnahme der Flüchtlingsdaten, sondern wir haben ja auch noch die Speicherung. Wo wird das Ganze gespeichert? Das sind riesengroße zentrale Speicher angedacht. Also genauso wie bei Smart Border ja auch erdacht war, dass sich die gesamte EU untereinander vernetzt, so dass das Bewegen einer Person dann möglich ist, nachverfolgt zu werden, in welches Land, wann und wo sich die Person bewegt, durch diese ganzen Daten. Und das ist aber nur dann möglich, wenn zentrale Speicherung stattfindet und dann diese zentral gespeicherten Daten von jeweils verschiedenen Orten abgerufen werden können. Ja? Gut, das ist ja gerade in den letzten beiden Wochen ein heißes Thema. Also die Innenminister versuchen das ja im Augenblick durchzudrücken, dass eben die Polizeien in Europa eben wirklich die Daten auf die Daten über landesübergreifend zugreifen können. Das soll wohl im Augenblick nur zwischen 5 Ländern funktionieren von den 27 oder 28. Und insofern kann man da noch hoffnungsvoll sein. Aber was siehst du denn da als Problem? Was siehst du dabei als gefährlichstes? Grundsätzlich ist eine zentrale Datenspeicherung immer gefährlich, weil sie natürlich eben den Missbrauch ermöglicht. Einmal durch die Leute, die da dran sitzen, und zum anderen durch Kriminelle, die versuchen, da einzudringen in die Systeme. Und Cybercrime nennt sich das. Cybercrime. Und kein System ist sicher. Also. Kein System ist sicher. Doch, das System ist sicher, welches es noch nicht gibt. Also kein Data ist die sicherste Data. Das wäre quasi das, was wir da irgendwie daraus ziehen können. Aber Cybercrime ist ja ein Thema, jetzt immer wieder im Munde, auch bei der letzten Sicherheitskonferenz in München. Da wird ja immer wieder neu Geld reingesteckt. Und das aber, habe ich das Gefühl, ist diesen ganzen Ideen, eben Smart Border oder auch andere Vernetzungsideen von Daten, gar nicht so richtig vorhanden, dass die Angst vor dem Hack einer zentralen Datenspeicherungsanlage und des Diebstahls dieser massiven vielen Daten, dass diese Angst scheint gar nicht so vorhanden zu sein oder auch die Idee dahinter, dass das passieren könnte. Ich habe das Gefühl, das wird alles so leicht irgendwie übersehen. Kann das sein? Real kann ich es auch nicht verstehen, weil eigentlich müssten alle große Angst haben. Aber sie tun eben so, als ob das alles durch noch mehr Technik und noch mehr Software eben zu lösen ist. Und es zeigt sich immer wieder, ganz egal bei welchem System, dass eben das Eindringen möglich ist. Also wir hatten ja gerade letzte Woche eben die Sache, dass eben die auf die Gesundheitsdaten der Deutschen eben einfach zugegriffen werden kann. Man braucht eben nur ein Geburtsdatum und eine Adresse. Und und dann kann man bei der Krankenkasse anrufen, sagen, man ist gerade umgezogen und man möchte mal jetzt seinen Account dahin geleitet haben oder dorthin, und schon hat man Zugriff und kann eben seine eigenen Gesundheitsdaten einsehen. Und ja. das hat irgendein, Westdeutscher Rundfunk oder aus NRW jemand bei 5 verschiedenen Krankenkassen getestet, und der konnte eben alle 5 Krankenkassen überwinden. Wow. Und, also er hat quasi die Daten einfach so bekommen, ja? Ja, also... Das heißt, wenn ich meinen Brief wegschmeiße, wo mein Geburtsdatum gleich draufsteht. Das ist schon mal eine große Hilfe für einen Hacker. Und dann ruft er die Hotline an von der Krankenkasse und müsste natürlich auch noch die Adresse wissen, sagt, man ist von da nach da umgezogen und braucht jetzt eben ein neues Kennwort, neues Passwort oder so. Oder hat das Passwort vergessen. Und
Ja, also was Gesundheitsdaten angeht, da sind Berge an problematischen Themen, ja, ob diese Daten, riesige Datensammlungen, die angelegt werden sollen, ob die dann von Pharmaunternehmen benutzt werden dürfen, zwecks Erforschung, ob die nicht benutzt werden dürfen und wer da Zugriff drauf haben soll und so weiter. Das sind Sachen, da haben wir als normale Alltagsmenschen, sage ich jetzt mal, überhaupt keine Vorstellung davon, was für Massen also was für Themen eigentlich da, worum es da eigentlich geht. Ja? Und wir werden in der Zukunft hier bei uns öfter mal dieses Jahr in der Sendung zu diesen großen Hintergrundthemen sprechen. Nämlich das, was Sie sonst nirgendwo hören. Ja? Und auch zu der Tatsache, was passiert, wenn Sie ohne Krankenkassenkarte einfach so beim Arzt erscheinen und abgelehnt werden, weil die Karte gerade nicht da ist. Ja? Etwas, was früher nie passiert wäre, heute Alltag ist. Sollten wir uns als Thema mal vornehmen. Werden wir machen. Das ist sehr wichtig. Also man kann auf unserer Seite einfach mal suchen nach Datenpannen und hat dann sofort eine ganze Liste von, weiß ich, 30, 40 Fällen oder so, wo wirklich massenhaft eben Kreditkarten, Krankendaten oder sonst was gehackt worden sind und eben auch missbraucht worden sind. Eine Sendung zu Datenpannen finde ich echt gut. Das müssen wir machen. Das finde ich gut. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in eine neue Entwicklung, die auf uns so zuzukommen scheint, die sich die EU überlegt hat, diese ganze Smart-Border-Geschichte. Vielleicht haben Sie ein bisschen was mitnehmen können. Das ist ein sehr komplexes Thema, weswegen eine so genaue Aufklärung dazu hier kaum möglich ist. Aber wir wollen mal wir wollen immer wieder mal ein bisschen Einblick gewähren. Jetzt ist schon der erste Teil rum.